Pisin! Pisin, ich komme in Frieden! Und ich habe was bekommen hier! Und zwar das da! Ninjapul Japanese Snacks! Japanische Süßigkeiten! Und die werden wir jetzt live testen! Schauen wir mal, wie das schmeckt. Da habe ich eine Senkio-Karte und keine Ahnung, was das sein soll. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle machen soll. Da gibt es zum Beispiel Donuts oder Eiscreme. Ich fange jetzt einmal mit der Eiscreme an einfach. Das ist japanisch! Leute, ich kann kein Japanisch, aber ich probiere es trotzdem. Wir machen es einfach, wie es die echten Männer machen. Männer brauchen keine Anleitung. Hä? Ich bin überfordert. Oh Gott. oh Gott. Ich check's nicht so. Ich glaub. Was glaube ich denn? Okay, da haben wir das. Was? What the fuck? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss einfach mal eins aufmachen. Mit einer Schere wird es leichter gehen. Okay. Es funktioniert. Okay, das eine kommt. Dann machen wir da runter. Das ist jetzt, was ich mache. Das kommt jetzt da rein. Lecker, 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 lecker. Dann kommt. Das andere. Jetzt machen wir auf. Ich schätze mal, das geht da rein. Das sind Pulver. Irgendwie. Ja. Jetzt haben wir die Pulver mischt. Ich glaube, da muss man Flüssigkeit reingeben und da ich kein Wasser benutze ich einfach dieses Monster. Ja, Leute, das sind japanische Spezialitäten. Das lernen wir jetzt darüber, das ist jetzt glaube ich Eiscreme.
Das muss man einfach so ein bisschen mischen. Okay. Das ist mein japanisches Eis. Ich tue nur ein bisschen mehr drauf. Irgendwie glaube ich, das komplett gefailt und es schaut auch ziemlich ekelhaft und scheiße aus. Dafür, dass das so scheiße ausschaut, schmeckt das nicht einmal so schlecht. Nur, bevor ich weiter Eiscreme esse, kann man lieber das nächste ausprobieren. Was machen wir als nächstes? Schauen wir mal, was alles gibt. Ah, da hätte ich einen Löffel gehabt. So, jetzt machen wir Sushi oder Donuts. Dann machen wir mal Sushi. Sushi! Japanese Sushimi! Mega geil! Was ist das? Solche japanischen Produkte sind komplett scheiße und unnötig. Und ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Sackern machen soll. Und ich verstehe diese Sprache einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie da was Sushi werden soll. Oh, mit der Anleitung soll es eigentlich gehen. Na. Schritt Nummer 1. Man füge. Sieht man's? Sieht man es? Ich füge jetzt zuerst etwas Monster hier rein. Als Flüssigkeit. Und dann brauche ich so einen Beutel. Und das gebe ich da rein. Was sind das für Pulver, Alter? So unnötig. Unnötig. Geschmacksrichtungen. Geht mir so am Sack, das Ganze. Kauft euch so einen Scheiß ja nicht. Das ist nur unnötig und kompliziert. Aber ich wollte es auch mal ausprobieren. Also alles cool. Aber wie soll das aus Sushi werden? Ich glaube, ich hab's jetzt schon vertan. Das ist so spannend. Oh Gott, das stinkt.
Das sind alles lauter weiße Pulver. La, 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 la. Ich weiß nicht, was ich machen soll, darum mache ich jetzt irgendwas. La, 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 la. Ist das Zucker? Schaut das lecker aus, das hauen wir mal in die Eiswaffel rein. Schmeckt sich ja wohl geil. Geil, geil, geil. Mit den ganzen Chemikalien. Die ganzen Chemikalien. Mit ganzen Chemikalien. Oh Gott. Ich nehme bitte. Und so, meine lieben Freunde, macht man Sushi. Das riecht gerade zu interessant schon. Ich glaube, die anderen Sachen brauchen wir gar nicht da machen, aber ich glaube, ich habe schon wieder Eiscreme gemacht. Ich habe es geschafft, dass ich aus Sushi Eiscreme mache. Das geht nur bei japanischen Produkten. Hallöchen. Ich habe da noch eine Eistüte. Und die fülle ich mal jetzt an. Das ist sicher irgendwie extrem giftig, der Scheiß. Und ich glaube nicht, dass man es essen soll. Sonst. Aufs Wohl. Boah! Macht sowas nicht so nach. Kauft euch auf keinen Fall so welche Produkte. Drei davon habe ich noch. Die hebe ich jetzt 15.000 Jahre auf und dann das Versteigern um Milliarden von Euros. Also das wird jetzt eigentlich keine besondere Folge mit Japanese Shit. Richtiger Shit, Dip, Dip, Shit. Ja, war scheiße, war einfach scheiße, hat alles scheiße geschmeckt. Ich hab zwar noch drei, aber es war so scheiße cremig. Ich kann sperren, das macht echt keinen Spaß. Aber was man nicht alles für YouTube tut, und wir sehen uns. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, weil mir ist sehr schlecht gegangen bei diesem Video. War einfach ekelhaft. Aber lasst trotzdem ein Abo und ein Like da, um nichts mehr zu verpassen. Es wird besseren Content geben, aber ich hab's so ausgehabt, ich hab das machen müssen. Und es ist einfach ekelhaft, ekelhaft. Wirklich, da verspreche ich euch. Naja, das war's schon wieder und Peace out, meine lieben Freunde.